Hallo, guten Tag, willkommen beim neuesten Kultur-Europa-Journal der Abteilung 9 Kultur-Europa-Sport. Heute bei mir ist Gertrude Moser-Wagner. Hallo, Gertrude. Hallo. Hallo, schön, danke für deine Zeit. Gerne. Gertrude Moser-Wagner ist Künstlerin, gebürtig aus Murau, lebt in Wien und pendelt. Oder ich bitte dich um Korrektur, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen, Gertrude. Ja, ich bin eine bildende Künstlerin. Ich bin in St. Georgen, wie es jetzt heißt, am Kreischberg früher, ob Murau, geboren. Dann zum Gymnasium und dann bin ich gleich nach Wien gegangen, sozusagen in die größte mir erreichbare Stadt zu dieser Zeit, wo ich Bildhauerei studiert habe. Ja. Und zwar bei Bruno Gironcoli, der ein für mich damals sehr guter Professor war. Habe dann diverse Lehraufträge angenommen und ja, und inzwischen also bin ich freischaffende Künstlerin und versuche einen Bildhauerbegriff sozusagen in den öffentlichen Raum hinein zu transferieren, sagen wir so. Ja. Aber inzwischen auch immer wieder pendelnd, wie du sagst, zwischen Stadt und Land, weil ich mir denke, also aus diesem großen Rahmen, ja, in dem ich arbeite, es geht immer auch um den Nahblick und den Fernblick. Und ich denke, ich kann etwas sozusagen zurückbringen auch in meine Gegend. Das heißt, einer der letzten Male, als wir uns gesehen haben, haben wir uns in der Volksschule von St. Georgen gesehen. Du bist ja Teil eines Künstlerinnenkollektivs auch. Was war das für eine Ausstellung? Das ist um Bienen gegangen, gell? Ja, das ist die sogenannte, oder wir haben die sozusagen umgewandelt in eine Bienenvolksschule, ja. Und zwar also mit den drei Worten Bienen, Volk und Schule zu arbeiten, ja, mit diesen drei Begriffen, was mir konzeptuell ein interessantes Motiv erschien, weil das natürlich den Rahmen und den Bezugsrahmen und auch ja, das Lokale wieder aufmacht in die Welt hinein, sagen wir mal so. Und die drei Worte Bienen, Volk und Schule, ich meine, was ist aktueller? Unglaublich. Und das muss man sagen, das ist wie lange her? 4 Jahre? 5 Jahre? 2015 oh, boah, habe ich ja. begonnen mit diesen Projekten, die ich nenne Art Contains, in der Gegend von Murau. Und das mache ich immer im Sommer. Dazu lade ich auch Leute ein, die ich quasi von Wien oder international mitnehme. Aber ich suche auch immer einen Punkt, wo ich andocken kann vor Ort, weil das ist also in meiner Erfahrung jetzt sehr wichtig geworden. Auch die Erkenntnis, dass man immer sozusagen auch am Ort Bezugspunkte findet und auch Menschen findet, wo man andocken kann. Dann erst sozusagen kann man ein bisschen was Fremdes hereinbringen, was dann also auch die Wahrnehmung vielleicht schärft oder auch vielleicht, wenn es gelingt, verändern kann. Und ja, ich gehe ja dann wieder weg, ne, und komme nächsten Sommer wieder. Und dann gibt es was, womit man sich beschäftigen kann. Also inzwischen, mir gelingt das auch nur deshalb, weil, glaube ich, weil es vor Ort ja schon Kultur- und Kunstinitiativen gibt in der Obersteiermark. Und ist es hilfreich, dass du aus der Region stammst? Es hat mir insofern geholfen, also ursprünglich, ich habe also vorher schon Projekte in den Regionen gemacht und da war meine Devise, so viel Distanz wie möglich. Denn als Künstlerin brauchst du gewissermaßen einen freien Zugang, ja, also auch einen ungenierten Zugang. Also das ist einer der wichtigen Dinge, dass man sozusagen das Material frei handhabt, ja. Und oft kann man auch Dinge, wenn man als Fremde in einen Kontext kommt, kann man Dinge ansprechen und zugleich möglicherweise etwas anstoßen. Und inzwischen aber sozusagen liegt die Zeit doch meines Weggehens und meines Zurückkommens, meines fallweisen Zurückkommens lang genug auseinander, sodass ich mir denke, jetzt ist die Zeit gekommen, sozusagen meine Fähigkeiten, meine vielleicht Möglichkeiten im Künstlerischen, ja, nicht als Kunstform, als Bildhauerei sozusagen, sondern als Anspruch und als Möglichkeitsform, ja,
wieder einzuflechten. Und ja, das mögen die anderen beurteilen, ob es gelungen ist und weiter gelingen wird. Also heuer haben wir Möglichkeitsmensch vor. Also Art Contains sozusagen arbeitet heuer 2021, 2022 an einem Prinzip, wo wir in die Zukunft blicken, aber auch das Regionale und das Internationale und das Globale, wenn es gelingt, das Ökologische etc. einbinden werden. Sehr, sehr spannend. Und wann? Also du bist jetzt, du arbeitest sehr prozesshaft offensichtlich. Ja, ja. Bindest auch lokale und internationale Künstlerinnen ja. ein. Und das heißt, und wann sieht man was für uns? Wo? Gut, jetzt im Moment ist in Wien, müsst ihr nach Wien kommen. Ich habe ein Projekt gerade begonnen, das heißt Schleifen dichten. Das ist ein Körperprojekt, Kunst im öffentlichen Raum. Dazu wurde ich eben eingeladen, also da musste ich was vorschlagen, das geht dann doch über eine Jury und da muss man dann sozusagen die Dinge sehr präzise handhaben. Was ein bisschen schwierig war jetzt in unserer doch sehr reduzierten Corona-Phase, in der wir waren. Also haben sich Dinge verändert und haben Dinge wirklich auf den Punkt gebracht werden müssen. Da habe ich schon gemerkt, das ist sozusagen für uns jetzt eine schwierige Phase gewesen. Aber ich habe das geschafft und es wird ein Jahr dauern. Schleifen dichten in Floridsdorf. Wo ich sozusagen mich auch ausgehend, was ich oft tue, von Worten mit der Italienerschleife, das ist die Floridsdorfer Hochbahn, beschäftige. Und einen ganz frühen Professor von mir, Wander Bertoni, mit seinem Mahnmal die weinende Brücke als Ausgangspunkt genommen habe. Der ist auch als Zwangsarbeiter, als italienischer Zwangsarbeiter in den 40er Jahren nach Wien gekommen. Und vis-à-vis gibt es dann die Siemens AG, und ich habe wieder Künstlerinnen einbezogen, die mir sozusagen auch helfen, sozusagen ein schönes Projekt die Idee zu komplettieren, sagen wir so. Und wir haben einen guten Start gehabt. Also Schleifendichten, Chör, Kunstprojekt. In der Steiermark werde ich heuer, also wieder in der Bienenvolksschule, wenn es gelingt, am 7., 8., 9. August präsent sein. Das wird der einzige Termin sein, wo man also sozusagen der Öffentlichkeit etwas vorstellt. Ja, weil wir tagen als Projektgruppe ein Art Lab. Und nächstes Jahr 2022, also wenn ich die Gelder finde, wird es dann eine Ausstellung geben. Und da will ich auch wieder in die Region Lungau hinaufgehen, vielleicht nach Kärnten. Wir werden in Graz was machen. Also schauen wir mal. Sehr, sehr spannend. Das ist die Information zu dem Projekt Chör Schleifendichten, werden wir auch dazugeben zu diesem Interview. Und du sprichst es ja an, weil du auch sehr international tätig bist und wir sind ja hier im Kultur-Europa-Journal. Wenn du einen Wunsch frei hättest an Europa, was immer dieses Europa ist, oder auch eingedenk, dass wir alle Europa sind oder dafür zuständig, was würdest du dir wünschen? Ja, wir sind tatsächlich alle Europa, denn unsere Kultur baut auf den Kulturen vieler. Also ich wünsche mir tatsächlich die Erkenntnis, dass diese Vielfalt auch gelebt wird, dass sozusagen dieses Europa der Nationen, wie es sich so irgendwie einschränken will, in ein föderalistisches Bundesstaaten-Europa sich vielleicht mal irgendwann ausdefiniert und dass die Demokratie geschützt wird. Ja. Also die illiberale Demokratie geht gar nicht. Und ich glaube, dass wir Kunst und Künstlerinnen und Künstler das schon längst vorleben, wenn ich so sagen darf, weil für uns war im Grunde auch das partizipatorische Arbeiten, das Zusammenarbeiten, das über den Tellerrand schauen, immer schon, also seit ich denke, seit ich lebe sozusagen, aber auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen zusammen, immer schon ein Projekt. Und dieses Projekt wünsche ich mir sozusagen, wenn ich einen Wunsch frei habe, im Großen, auch für die Politik. Großartig. Vielen Dank, liebe Gertrude Moser-Wagner. Danke für deine Zeit und für das schöne Gespräch mit dir. Alles Liebe und weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank, Sandra. Danke, Baba.